Ich bitte den Herrn Bürgermeister um das Wort. A nyní bych rád předal slovo panu starostovi. Hezký den, dámy a pánové. Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren. Držím takovou knihu nadepsanou vzpomínky na vyhnání německy mluvících obyvatel Mikulovska. Ich halte nun das Buch in der Hand, die mit dem Titel Die Vertreibung aus der Heimat 1945 bis 1946 aus dem Kreis Nikolsburg. Autory této publikace jsem byl požádán o úvodní zdravici, nicméně mi to nedá, abych se s vámi krátce nepodělil o pocity, které jsem při čtení publikovaných pamětí pocitoval. Von den Autoren dieses Buches wurde ich um Grußwort ersucht. Nichtsdestotrotz kann ich es nicht lassen, dass ich Ihnen Gefühle mitteile, die ich beim Durchlesen dieses Werkes hatte. So sind popsány velmi smutné příběhy lidí či celých rodin, které byly násilím vykořeněny ze svých domovů a kdy mnozí z nich přišli o život. Es werden hier sehr traurige Geschichten von Menschen beschrieben oder von ganzen Familien, die durch Gewalt von ihren Häusern, von ihrer Heimat, von ihren Wohnorten herausgerissen wurden und viele von ihnen kamen dabei ums Leben. Ich bin Historik, ani pamětník, abych dokázal objektivně posoudit toto kruté a nesmírné, mě těžké období našich dějin. Und ich bin auch kein Historiker oder kein Zeitzeuge, um wirklich objektiv diese schlimme und besonders schwere Zeit in unserer Geschichte zu beurteilen. Aby však mohla být naplněna myšlenka z úvodu knihy od pana France Langina, cituji. Um jedoch die Idee von der Einleitung des Buches von Herrn Franz Langin zu erfüllen, möchte ich folgendes Zitat vorlesen. Nech tato vyprávění přispějí k lepšímu pochopení toho, co se stalo, i k dialogu mezi oběma stranami, k dialogu vedenému v rámci dobrého sousedství a míru milovnosti. Konec citátu. Diese Erzählungen sollen zum besseren Verständnis dessen beitragen, was passiert ist. Auch zum Dialog zwischen beiden Seiten. Zum Dialog, der geführt wird im Rahmen der guten Nachbarschaft und im Rahmen des Friedens. Ende des Zitats. Musíme pro ty, kteří tu dobu nezažili nebo se o ní nezajímali, uvést několik údajů, jež předcházeli před poválečným událostem. Wir müssen für diejenigen, die diese Zeit nicht erlebt haben oder sich bis jetzt vielleicht nicht dafür interessiert haben, einige Angaben anführen, die den Nachkriegsereignissen, die vor den Nachkriegsereignissen passiert sind. 8. října 1938 byla Jižní Morava obsazena německými jednotkami z území Rakouska. Již toto obsazení se neobešlo bez násilí. Podle několika svědectví byli německy hovořící antifašisté zlinčováni davem za přihlížení prvních německých jednotek. Am 8. und 9. Oktober 1938 wurde Südmähren durch deutsche Einheiten aus Österreich kommend besetzt. Bereits diese Besatzung kam nicht ohne Gewalt aus. Nach Angaben einiger Zeitzeugen wurden deutschsprechende Antifaschisten bereits durch die Menschenmengen gelüncht, geschlagen und der Zuschauen von ersten deutschen Einheiten. Am 28. října přijel osobně přes jí město Mikulov Adolf Hitler, tehdejším obyvatelstvem vnímán jako osvoboditel. Am 28. Oktober kam dann persönlich Adolf Hitler, um die Stadt Mikulov, Nikolsburg zu übernehmen und wurde damals von der hiesigen Bevölkerung als Befreier gesehen. Důsledky válečného konfliktu a zabrání Mikulova německou armádou jsou tragické. Na bojištích druhé světové války padlo bezmála 500 mikulovských mužů. Die Folgen des Kriegskonflikts und die Einvernahme von Nikolsburg durch die deutsche Armee sind tragisch. In den Kampforten des Zweiten Weltkriegs sind an die 500 Männer aus Nikolsburg gefallen. 327 židovských obyvatel se stalo obětí holokaustu a téměř všichni mikulovští Romové byli odvedeni do sběrného tábora a většina obyvatel tzv. České menšiny musela po roce 1938 Mikulov opustit. An die 327 jüdische Bewohner wurden Opfer vom Holocaust. Und fast alle Roma-Bewohner von Nikolsburg wurden in Sammellager gebracht,
Viele sogenannte Mitglieder der Minderheit, der tschechischen Minderheit, mussten nach 1938 Nikolsburg verlassen. V tomto tragickém období bylo spácháno množství zločinů na místním obyvatelstvu a právě výše uvedené bylo příčinou následných událostí. In diesem tragischen Zeitraum wurden sehr viele Kriegsverbrechen getätigt an der hiesigen Bevölkerung und gerade als Folge der angeführten Ereignisse. 70 let jsou různé příběhy válečného období i poválečných událostí vykládány různými způsoby. Byli jsme svědky všelijakých interpretací a doslova překrucování dějin historie, tak jak se to různým politickým režimům hodilo. Über 70 Jahre lang wurden die schlimmen Geschichten der Nachkriegszeit und die Nachkriegsereignisse auf verschiedene Arten ausgelegt. Wir waren Zeugen von verschiedensten Interpretationen und vielen Verdrehungen der Geschichte, wie es den jeweiligen politischen Regimen so gerade gepasst hat. Avšak dnes je, jak doufám, příležitost otevřeně a objektivně, ale také velmi citlivě, s podporou historických faktů, toto nejsmutnější období našich dějin analyzovat. Jedoch ist es heute, hoffe ich zumindest, die Gelegenheit und die Möglichkeit, offen und objektiv, aber auch sehr einfühlsam, mit Unterstützung von historischen Fakten, diese wirklich traurigste Zeit unserer Geschichte zu analysieren. Zde zdůrazňuji všem, kteří by chtěli hledat viníky těchto smutných událostí, že jediným viníkem válečných, ale také poválečných tragédií byla zhoubná a zvrácená politika Adolfa Hitlera a jeho sfanatizovaného nacistického Německa. Und hier möchte ich alle darauf aufmerksam machen, die Schuldigen suchen wollen für diese traurigen Ereignisse. Ihnen möchte ich mitteilen, dass der einzige Schuldige für diese Kriegstragödien, aber auch Nachkriegstragödien, die grausame Politik von Adolf Hitler und seines fanatisierten narzisstischen Deutschlands war. Tato kniha je pro mě varováním, podnětem a výzvou k nezapomnění na to, čeho jsou fanatičtí vůdcové schopní a také kam až mohou masy vedené šílencem zajít. Dieses Buch ist für mich daher eine Warnung, eine Anregung und auch eine Aufforderung, nicht zu vergessen, was fanatische Führer imstande sind und bis wohin Massen, die durch so einen fanatischen Führer geführt sind, gehen können. Nechte tato kniha varování pro všechny, kteří zpochybňují naše lidské hodnoty založené na křesťanských základech. Hodnoty, které vyplývají ze vztahu naší zemi, rodné rodě, tradicím a zvykům, které utváří současnou civilizovanou společnost, založenou na vzájemném dialogu a dohodě. Dieses Buch sollte daher für uns eine Art Warnung sein, um die menschlichen Werte nicht anzuzweifeln, die auf christlicher Basis gegründet sind. Werte, die sich ergeben aufgrund unserer Beziehung zum Land, zu Traditionen, zu Gewohnheiten, die die derzeitige zivilisierte Gesellschaft bilden, die auf einem gemeinsamen Dialog und einem Miteinander basieren. Nech je to varování těm, kteří si neuvědomují, jak lehce se z přátel a sousedů mohou pod fanatickým vedením stát zabijáci a razí. Es soll auch eine Warnung an diejenigen sein, die sich dessen nicht bewusst sind, wie leicht aus Freunden und Nachbarn unter fanatischer Führung plötzlich Mörder sein können. Nech je to varování těm takzvaným evropským lídrům, kteří právě dnes pod rouškou multikulturalismu pošlapávají naše křesťanské kořeny, zavlékají k nám neslučitelnou agresivní kulturu a pokoušejí se nám diktovat, co musíme a co nesmíme, bez ohledu na tradice, potřeby a přirozenost našich kultur a národů. Und es sollte zugleich auch eine Warnung an die sogenannten europäischen Führungskräfte sein, die gerade heute unter dem sogenannten Motto des Multikulturalismus unsere christlichen Wurzeln niedertreten, die zu uns eine aggressive Kultur
bringen, die mit uns nicht vereinbar ist, und die versuchen uns zu diktieren, was wir müssen und was wir nicht dürfen, ohne Rücksicht auf Traditionen, Bedürfnisse und die Natürlichkeit unserer Kultur und unserer Völker. Anschließend möchte ich den Autoren dieses Buches wünschen, dass dieses Buch richtig verstanden wird. Ich wünsche uns allen, euch, liebe Nachbarn, alles Gute für die Zukunft.